Ob Blofeld, Le Chiffre oder Goldfinger, er hat bislang noch jeden Bösewicht in die Knie gezwungen. Es musste erst ein kleines Virus in die Welt kommen, das stärker schien als der Geheimagent Ihrer Majestät. Geschlagene 18 Monate lag er Corona-bedingt auf Eis, doch nun kommt der fünfte und letzte Bond mit Daniel Craig in die Kinos. Und diesmal muss 007 nicht weniger als die Welt des Films retten, der in qualvollen Monaten der Leinwandabstinenz der Untergang drohte. Annette Dittert war bei der pompösen Premiere von Keine Zeit zu sterben dabei. Das hier sollte eigentlich ein romantisches Wochenende werden. Aber damit ist es naturgemäß nach wenigen Minuten vorbei. Warum sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen. Bis das gelüftet wird, dauert es knapp 3 Stunden. Der längste und teuerste Bond aller Zeiten und sein letzter. Und so gab es am Set zum Ende der Dreharbeiten emotionale Szenen. Daniel Craig, der nach dem nur halb geglückten letzten Bond Spectre erklärt hatte, er schneide sich eher die Pulsadern auf, als noch einen zu drehen, ihm ist jetzt alles verziehen. Was auch immer ich mal gesagt habe, ich habe jede Sekunde mit euch geliebt. Eigentlich wollte ich nicht sentimental werden. Das mit der männlichen Coolness gelingt ihm aber auch im Film nicht mehr durchgängig. Craigs Bond, so viel darf verraten werden, ist diesmal ernsthaft verliebt. Und so ist dieser Bond ganz zeitgemäß kein Macho mehr, sondern ein Mann mit Gefühlen. Aber natürlich ist es auch ein Festival der britischen Ikone schlechthin. Name? Bond. James Bond. Die große Diva der Londoner Spionagewelt, wie gewohnt unterwegs rund um den Globus. Und so gibt es, wie üblich, beschwingte Prügeleien mit tödlichem Ausgang, natürlich für die Bösen, und leichtfüßig inszenierte Actionszenen, die auch nach fast 3 Stunden noch überraschen können. Das Publikum nach der Londoner Weltpremiere gestern Nacht jedenfalls ist einhellig begeistert. It was great. Es war großartig. Surprising. Überraschend. Don't want to be a spoiler. Ich will nichts verraten, aber es war echt gut. Ich kann es total empfehlen. Really enjoyed it and thoroughly recommend it. Fantastic. Everyone was so excited. Fantastisch. Eins der größten Events, seit hier alles wieder offen ist. Very excited. Unter den Premierengästen neben den Royals auch viele Produzenten und Schauspieler. Und eine große Hoffnung, die über allem schwebt, dass dieser glamouröse Filmstart, bei dem sich die Welt schon wieder fast ganz normal anfühlt, der Startschuss für die Rückkehr in die Kinos generell sein wird. Wir hoffen einfach, dass die Menschen uns jetzt weiter unterstützen. Das Kino ist schließlich nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich ein so wichtiger Faktor. Ein Geheimnis wird übrigens nicht gelüftet, wer Bonds Nachfolger wird. Sind Sie so ein Ding schon mal geflogen? Nope. Nur so viel steht sicher fest am Schluss dieses fulminanten Films. Daniel Craig wird ab sofort im Bond-Ruhestand sein. Und der Zuschauer verlässt das Kino am Ende trotz wilder Action. Diesmal wie ein klassischer Martini. Gerührt, nicht geschüttelt.